Boss, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're going to get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 mit Heisi und natürlich wieder mit Harry. Hallöle. Da sind sie uns ein bisschen zuvor gekommen hier. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Aha, okay, ich glaube, ich muss wieder. Mission abgeschlossen. Tritt auf irgendwas, halt F1 gedrückt, um Details anzusehen. Protokoll. Missionsinfo. Tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. John ist nicht von einer Erkundung zurückgekehrt. Arthur und Javier suchen im Schneetreiben nach ihm. Ja, das haben wir geschafft. Wir haben ihn gefunden. Wollte ich doch gerade sagen, haben wir. Töte alle Wölfe, ohne Schaden zu nehmen. Das hat nicht geklappt. Man sieht, schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab. Top, würde ich sagen. Würde ich auch meinen. Top abgeschlossen. War wieder alles. Voll, da fehlt einfach okay. Der Haken irgendwie, aber oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie ein Freund von irgendwie, keine Ahnung. Wölfen? Das auch nicht. Achievements und bla bla bla, das interessiert mich nicht. Ich möchte einfach spielen. So, also was wir hier abschließen, egal. Genauigkeit ist sowieso nicht unser Ding. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. War da was? Ja, nimm doch. Wisst ihr was, wir wechseln mal nochmal kurz hier in den Ego-Modus, damit ich hier vernünftig die Sachen nehmen kann. Einmal diesen hier. Klassische Haferplätzchen. Ja, wenn wir das nicht gesehen hätten, um Gottes Willen. Vor allem die klassischen. Und ein angebrochenes irgendwas. Du hast einen angebrochenen Gegenstand. An dich genommen, angebrochene Gegenstände bringen dir nur die Hälfte der Vorzüge. Okay, ja. Aber sie bringen immerhin mehr als nichts. Das muss man natürlich auch sagen. Okay, muss ich hier noch was machen? Kann ich hier noch was mitnehmen? Arthur, guck grad. Ja, das Stadtproblem haben wir alle. Ja, das kennen wir. It means a lot to me. Ja, gern geschehen. Kann ich hier noch irgendwie? Nee, doch. Grüßen kann ich. Ja, dann grüßen wir doch mal. Hat nicht ganz geklappt. And they shouldn't have been either. Oh, we can't change nothing now. Das ist eher Geplänkel. Was meint die Dame? Können wir noch was mopsen? Eine Puppe. Brauchen wir eine Puppe? Man weiß nie, wofür man. Wenn es eine Voodoo-Puppe ist? Töte deine Feinde mit Voodoo. Genau. Oder quäle sie. Richtig. You okay in here, Molly? Might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Ja, danke fürs Gespräch. Dachte zuerst, sie schaut uns nicht mal an, also. Ja, ich würde sagen, gut, dass wir das mal angesprochen haben. Das war wichtig. Okay, irgendwie sehen wir hier auf der Map, dass irgendwie wahrscheinlich draußen noch was ist, oder? Ja, wir müssen dorthin. Ui. Weil wir können nur noch grüßen, das kann sie aber nicht sein. Ja, das ist well hidden. Ja, weil draußen sind die Zeichen. Gucken wir da unten links, da haben wir die Map. Ja. Und jetzt gehe ich zu diesen Zeichen. Und die Zeichen sagen, da musst du hin. Ach so, die gelben. Jo. Oh, der hat aber eine schöne Flinte hier, der Kollege. Tach. Deine Winchester oder so? Morning, Arthur. Und hier wache in der Das Welt, ist gar nicht, wo ich hin muss. Ich muss noch mal eins weiter. Echt jetzt? Ich muss hier rein. Boys, because I thought you liked action. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party?
Probably. Uh-huh. Funny, huh? Sure. Oops. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. You sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for jetzt us. Schon auch immer ein bisschen so der Arthur. No, you're mm-hmm. just doubting me. I would never doubt aber you, eben. Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. Oh, yeah. Mm. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Jetzt zum Zug? And you think now is the right time to hit a train. Oh. Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Cool, aber irgendwie war doch da noch ein Punkt. Wir hätten noch was anderes machen. Egal. Also wir gehen jetzt in Zug überfallen. Offensichtlich. Oh, jetzt mein Pferd. Ein bisschen ja. Hinten links. Schön. Die ist einfach irgendwie schön. So, jetzt noch eine Dampflok. Ja, ja, nee, wir fahren ja einen Zug, vielleicht eine Dampflok. So. Dann sehen wir eine Dampflok durch den Schnee fahren. Das ist ja immer so das, was ich so mag. Romantisch. Am besten mit Lichtlein. Oh, ich höre Musik, die Gefahr suggeriert. Wölfe? Irgendwas knurrt? Nee, das ist ein Pferd. Okay, ja, Spuren halt. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. Ja, wir folgen mal. Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him. Das Reiten in der Ego-Perspektive ist irgendwie semi-ideal. Das sieht besser so, aus, finde ich. Ah, na, rein vom Aussehen. Ja. Also teilweise reitet er nebenher und dann lahmt's wieder. Das Pferdchen hat Aua irgendwie. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Sollte nicht zumindest. Rauch. Ich sehe Rauch. Ja. Ja. Let's cut up here and take a look. Er hat's auch gesehen. Ja, dann will ich dann doch vielleicht mal irgendwann absteigen. Ich liebe das, wie der Schnee hier zerpflügt wird. Okay, wir warten. Guck an, er hatte dieselbe Idee. All right, gentlemen. This is it. Kalt. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Swift, you two hold position here. Let's go. Ja, trotz der Rauchart, ein bisschen Anstand muss dann doch sein. Offensichtlich ja. Habe ich mein... Ich möchte mein Pferd mitnehmen. Ich möchte mein Flint mitnehmen. Gib dich zur Klippenkante. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Wie komme ich nochmal ins Pferd ran? Tab war doch das. Naja gut, dann brauchen wir es jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ich gehe mal davon aus, das hat schon seine Richtigkeit. Ah, wie man dann... Ah, schön, guck mal, macht seine eigene Spur. Ich könnte jetzt auch hier, nicht? Ja, das würde ja auch gehen. Ja. Das ist ja aber sowas von langweilig. Nee. Deswegen gehe ich hier rüber. Genau. Guck mal, und ich mache wieder eigene. Das ist einfach schön.
Ein Mann geht seinen Eben, Weg. Wir kommen natürlich aus Zeiten, wo sowas undenkbar war. Ja, also, das stimmt, ja. Never sowas, das geht. So, aber jetzt müssen wir mal gucken. Ich hab auch gerade gesagt, kaum den Feldstecher nehmen. Mhm. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ja, das sind ein bisschen viele. 5 an der Zahl. 6 Minimum. Kann ich ja noch zoomen? Nee. Wahrscheinlich sind wir schon alleine, schon lange alleine. Die anderen sind schon am Runterrennen. Wenn wir sie gleich sehen, wie sie angreifen. Oh oh, da ist einer unzufrieden. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Okay, also das heißt, wir gehen jetzt doch runter? Sie ist doch gerade nein. Ja, ja, jetzt. Also wir warten, bis sie weg sind, dann gehen wir runter. Ja, das wollte ich vorher schon. Wieso, dass wir es vergessen würden? Wir können es nicht. Welches war gerade noch unser Pferd? Hallo. Das Gescheckte da. Gescheckte? Das da war doch unser... Nicht? Nee. Naja gut, rechts, ja. Im Zweifel mit dem Pferd rechts. Auf dem Rücken. Ja, das. Das? Links. Links. Das hier. Ja... Da ist das Gewehr dran. Sehr gut, man müsste dich mal neu irgendwie anschreiben, Kollege. Tab war das nämlich. Mein Pferd. Da haben wir den Sattel, brauchen wir nicht. Da haben wir ein Lasso. Wo haben wir denn die Wumme? Aber das bringt nicht viel, wenn wir mit dem Sattel auf dem Buckel da runtergehen. Wie komme ich denn hier? Da ist er doch. Okay, weil den Sattel, ja eben. Wir rennen runter mit dem Sattel und rufen Attacke. Genau. Euch zeige ich's. Ja, jetzt gibt's Saures. Ja. Ich sagte euch. Genau. Nimm das, nimm dies, nimm das. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment and a way out of here. Everything else, including coal. Ich liebe es. Are you sure this is the right way? Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Die haben auch ein Wetter, wie gesagt, und das im Mai, das ist ja irgendwie unglaublich. Was haben die denn für Wetter im Januar? Heiß? Möchte ich ja wahrscheinlich 30 Nur Grad Eis. Und keiner kann mehr atmen, weil es so heiß ist. Du, wenn wir da nicht bald rutschen können, sind wir aber ein Weilchen unterwegs. Ah, ja. Sieh an. Ja, er läuft aber da rauf. Mhm. Schneller geht nicht. Zu tief der Schnee wahrscheinlich. Oder ich drücke die falsche Taste, eins von beiden. Sind sie uns entdeckt? Nee, glaube ich nicht. Wir sind so leise und so unauffällig, also... Ja, solange wir langsam wie wir uns bewegen. Guck mal, wie der Mann vor uns gut getarnt ist. Mhm. Eine Einheit mit dem Schnee. Absolut. Ja, das kennen wir schon. Das haben wir alle schon gehabt, als wir irgendwie den einen da retten mussten. Hat der eigentlich überlebt? Das haben wir jetzt gar nicht mehr mitgekriegt. Doch, der hat, glaube ich, schon überlebt. Ja, ja, doch, doch. Dem geht's gut. Warmes Käffchen und so. Ja, ja. Dem, Wilder Westen. Also, die sollen sich nicht so anstellen. Das sind harte Männer. Genau. Die meisten. Aber was wollen die denn jetzt? Da wollen die da tatsächlich angreifen, wenn die anderen weg sind, oder? So dünkt es mich. Ja, hieß es doch, They're oder? Going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Ja, das will ich auch sagen. Erstmal runterkommen und dann die Lage neu beurteilen. Let's head for that building in front. Er zieht schon mal die Wumme.
Kann ich das während ich gehe auch? Auch, oder? Ja. Ja, sehr gut. Mach mal. Ja, so sieht das, das aus. Das ist aber nicht Kimi und Korn. Wie komme ich denn an Kimi und Korn ran? Runter war. Ne, das war die falsche. Ne, Q ist Deckung. Alt links oder sowas. Ah, ja. Nee, auch nicht. Das. Wir sind aber nicht geduckt. Es sind zu viele Tasten hier. Was sind da noch so? CV, es gibt noch das eine oder andere. Oh, da ist einer. Moment. Habe ich natürlich, wenn ich jetzt schieße. Dürfte ein bisschen laut sein. Gegen Deckung. So. Habe ich? What are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Das kann ja lustig werden. Das ist einer von uns. Das hoffe ich mal schwer. Der ist in meinem Rücken. Ja. Der auch? Ja, der ist auch von uns. Den kenne ich doch, den Mann. Halte gedrückt, während du Dutch siehst, um mit ihm zu sprechen. Wenn ich links drücke, schieße ich ihn. Was machst du denn? Ja, es hieß, wenn du drückst, dann... das wollte ich ja gar nicht. Ich würde sagen, wir schießen mal eine Runde. Das können ja nicht so viele sein. Nee, ja. Okay, lauf, renn. Geschickt daneben. Jawohl. Jetzt. Okay, ich leide hier aber, weil ich hier mit dem Deckungsknopf wieder nicht gedrückt habe. Ein bisschen rot. Du kannst Waffen schnell aus der Hüfte abfallen, indem du anziehst, wenn du nicht ziehst. Okay, ich möchte aber ziehen. Ziehen ist eigentlich eine Grundlage des Schießens. Top of the Water Tower hieß es mal noch. Aber dass ich hier halt nicht runterkomme. Und der Top of the Water Tower, das wäre da oben. Ja. Yeah. Ein schick Action Cam. Ein Schuss. Und dann fällt er schön runter. Jawohl, das ist. Geht das noch aus Max Payne? Ja. Mit dieser Action Cam. Immer schön. So, einmal die Glocken, einmal nachladen, da rein. Komme ich hier nicht raus? Ich muss da irgendwie nochmal gucken wegen der Steuerung, weil irgendwie, wenn man natürlich sich nicht ducken kann. Das ist natürlich. Oh, und ich sehe schon, das sieht hier gar nicht gesund aus. Nee. Vermeide weiteren Schaden, ist noch gut. Ohne Deckung. Wo war denn Deckung? Come on. X war es nicht, der war es nicht, der war. Was war's? Keine Ahnung. Sturk. Steuerung. Sturk. Regeneriert das auch ein bisschen oder? Regeneriert hier gar nichts mehr. Das ist ganz nah eingeschlagen. Das hat da habe ich das Holz getroffen. Einmal ins Gesicht rein. Okay, da kommen aber noch weitere Schüsse. Ja. Jetzt läuft's auch. Ich meine, ist ja eh nicht so falsch, was wir gemacht haben. Nee. Flankieren ist nie falsch. Ja. Links. Ich sehe nichts. Da ist einer. Ja. Ja, nee, ich habe einen Hut nicht mehr auf. Ich wollte so machen. Okay, man kann aber die Leichen eben doch untersuchen. Schau an. Okay, das ist ja ein Hobby von mir. Halte E gedrückt. Ah, wie schön das ist. Und dann noch stilrecht vollzogen. Mhm. Ja, Munition und so weiter gibt es dann jeweils. Geld gibt es noch. Schlangenöl. Hm? Schlangenöl stand da. Echt auch noch? Ja. Warum haut er denn jedes Mal noch eine? Also ich meine, die sind eh schon tot. Die interessiert das nicht mehr, ob sie okay geschlagen werden. Da ist einer, glaube ich, schneller wie wir. Wir müssen ein bisschen schneller plündern. Okay. Schüsse. Oh, da kommen noch mehr. Ich bräuchte meine Wumme. Was habe ich jetzt? Das Lasso. Ja, jetzt habe ich die Knarre. Das Lasso mag ja nett sein, aber bringt nicht viel. Nachladen ist auch so was Unnötiges. Naja, zu der damaligen Zeit ging es noch nicht anders. Machen wir mal Deckung, ist glaube ich schlauer. Ja, sicher eine gute Idee. Ja, und dann schießen, wenn er sich versteckt, genau. Ich hab doch, den habe ich doch, da habe ich den nicht. Oh, wie viel ist aber das hinter geguckt und dann. Da ist noch einer, ja. Ah, ich habe keine Muni mehr, kann das sein?
Moment. Das ist einer von uns. Und da schaust du auch nach vorne. Das ist einer von uns, den kann ich so nicht killen. Ist natürlich also mutig mit der Winchester. Auf die Distanz mit dem Revolver. Ja, mit der Winchester war es cooler, muss ich sagen. Drücke beim Zielen, um Dead Eye zu aktivieren. Was muss ich drücken? Um Gottes Willen. Was ist ein Dead Eye? Ach, das ist. Oh, guck mal, hat. Hast du das gesehen? Nur cool. Bullet Time. Im Ernst jetzt? Im Ernst, Bullet Time. Die kann ja nicht schaden. Ja, aber die hält halt nur relativ kurz. So. Hier runter. Ja, tschüss. Und ich muss die Taste jeweils suchen. Das ist tatsächlich, also was die Tasten angeht. Oh. man braucht relativ viel. Und sie hält halt nur kurz die Bullet Time. Das ist natürlich dann doch eher ärgerlich. War das schon alles? Ja. Vielleicht muss man die auch irgendwie aufladen. Okay, das waren zwei Schuss zu viel. Aber ich glaube, Munition haben wir ja. Jawohl. Auch Verbrauchsgegenstände. Ich habe mich abgelenkt. The cowards are running away. Good work, boy. Back to the camp. Whatever we need, clear out. Wir brauchen Munition. Camp? Nee. Zuerst mal so ein bisschen plündern. Eben, also das muss ja da auch sein. So viel Zeit muss sein. Okay, geklappt hat zwar, aber irgendwie nicht ohne. Zigarre. Hier liegt doch noch einer. Wo ist der denn jetzt? Oh, da liegen noch jede Menge. Die liegen hier überall. Ja, jetzt haben wir hier wieder Muni. Einmal nachladen. Musste nicht mal, okay. So, hier den noch plündern. Das kann dann natürlich auch abendfüllend werden, wenn man hier jedes Mal noch alle plündern muss. Mhm. Aber okay. Kautabak. Hm? Ja. Wem es gefällt, dann kau mal schön. Sonst noch jemand? Nein, das sind unsere Jungs. Oh, überall. Was haben wir hier Schönes? Ein Dollar. Was ist all das? Ein goldener E-Ring. Ich denke mal... Kann ich nicht die Knarre mitnehmen? Nein. Ich denke mal, mit der Zeit, man lässt es dann wahrscheinlich auch eher. Also man wird nicht überall, wo man viele Leute umgebracht hat, noch plündern. Alle weil plündern, das ist einfach, das dauert viel zu lange. Kommt immer darauf an, wie viele Gegenstände man noch hat, wie viel Munition das man noch hat. Wie ist man ausgerüstet später? Das sind sicher alle Sachen, die da Einfluss haben. Wo sind unsere Jungs? Geflüchtet? Hier oben liegt noch einer. Ah, der wartet. Okay, das ist sehr nett von ihm. Ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen plündern. Da geplündert haben wir. Ja, okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. War eine fette Schießerei. Hat Spaß gemacht, war cool. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die müsste morgen erscheinen. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig wegen der Zeit. Wir gucken, dass wir wirklich täglich eine Folge haben. Und ja, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr zuschaut. Macht's gut, bis morgen. Tschüss. Definitiv, danke fürs Zuschauen.